Mobile Fahrzeugstation nutzen. Fahrzeuge. Da ist es doch. Da ist es doch, Leute. Ach, guck mal, das sind so kleine Drohnen. Oh, wie cool. Hot. Hottes Teil. So, wie komme ich da rein? Moment, was? Wie komme ich denn da rein? Von oben. Heiß. Ein ganz heißes Teil hier. So, ich sehe auch unten gerade sind 4 Slots frei. Das heißt, ich könnte mich quasi schon für... Modifikationen interessieren hier. Hab gesehen, dass du einen Famous Bot hattest. Ja, den haben wir weggekickt. Ich habe den auch relativ spät gesehen erst. Aber ich bin irgendwie noch nicht famous geworden, Melo. Ich glaube, die lügen. Ich glaube, die lügen. So, Wasser. Wasser, wir müssen was trinken. Was treibst du denn Schönes? Hab jetzt alle 3 Teile der Insidious durch. Für mich war es das fürs Erste mit Horrorfilmen. Insidious fand ich den ersten ziemlich gruselig. War das der erste? Ein Teil auf jeden Fall. Ich meine, das war der erste. Aber dann hat es mich irgendwie nicht mehr so gepackt. So, Modifikationen, ne? Hier, Erweiterung, genau. Seebahn. Seebahn, Tiefenmodul, Stufe 1. Plastalbarren, Plastal, je nachdem. Und emailliertes Glas. 2-mal. So, wie kriegen wir den Shit hin? Plastalbarren sind einfach nur... Ist einfach nur das und Lithium. Wobei ich Lithium, glaube ich, gar nicht habe. Diamant! Okay. Okay. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer hier, ne? Also sowohl Lithium als auch Diamant habe ich nicht. Aber wie tief geht der denn jetzt, der unser? Sagt er gar nicht. Steht das hier irgendwo? Fahrzeuge, Seebahn. Klein und beweglich. Großes Beobachtungsfenster mit Panzerglas. Okay. Einziehbarer Steuersitz. Es wurden keine Kosten gescheut. Nice. Im Gegensatz zum größeren Zyklopen. Okay. Größere Zyklopen können keine zusätzlichen Innenausbauten, wie zum Beispiel ein Fabrikator, installiert werden. Ja, der Zyklop ist natürlich ein Riesenteil, ne? Dennoch ist eine Aufrüstung möglich, um Geschwindigkeit, Schleppkraft, Tauchtiefe und andere Eigenschaften zu verbessern. Geschwindigkeit variabel, abhängig von der Ladung. Zerstörungstiefe 150 Meter. Okay. Energie, 2 austauschbare Energiezellen. Steckplatz für Erweiterungsmodule 4, Besatzung 1+. 1+. Also 150 Meter ist aktuell machbar, ja? Interessant. Und das Skelettding? Sagt er nicht. Mobile Fahrzeugstation, Seegleiter, 36 km/h. Okay. Wie viel waren das jetzt? 150? 150 Meter. Okay. I see. Der erste war tatsächlich am gruseligsten, aber für mich ist alles letztendlich gruselig gewesen. Ja, cool. Hast du alleine geguckt? Dachtest du dir einfach mal, jetzt Insidious. Das wäre was.
Seebahn-Triebwagen. So, den möchten wir bitte blau. Kann ich den umbenennen eigentlich? Nee, ne? Gut, gut. Also, was benötigen wir letzten Endes? Für dieses Modul brauchen wir Plastal und diese Geschichte. Und für die wiederum brauchen wir das und das. Ne, Moment. Dies und jenes. Alles klar. Let's go. Aber wie ist das jetzt mit der Stromversorgung mit dem Teil? Strom 100. Bauerreservat. Okay. Wir versuchen erstmal hier hin. Ach, da oben steht auch 150 Grenze. Sehr gut. Sehr nice. Schauen wir mal, ob wir so tief kommen. Ich gucke doch keine Horrorfilme alleine. Ja, besser ist es. Aber ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe einen Horrorfilm alleine mal geguckt. Dieses Hereditary. Puh, Alter. Das war nicht gut. Musste mir danach so irgendwas Frohsinniges geben. Ich kann was scannen. Außenbeetkasten. Nice. Ja, die Dinger brauche ich für die Batterien, ne? Nehmen wir mit. Nice. Immer her damit. Ich halte auch gerne deine Hand. Wir könnten auch gerne mal gemeinsam einen Horrorfilm schauen. Können wir eigentlich mal machen, ne? So über DC oder so. Vielleicht kriege ich da was organisiert, Leute. So, Moment. Also die werde ich nicht mehr missen hier. Sobald ich einen sehe, her damit. Meter und ich bin schon 70 in der Tiefe. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das sind 200 Meter. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Hier? Warning,
Maximum depth reached. Hull damage imminent. Shit. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oh, hier ist böse, Chat. Hier ist nicht gut. Tangwurzel. Nee, ich kehre um. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Tiefenmodul. Ja, ist ja gut. Sobald du die 150 erreichst, ne, hörst du schon, wie das Metall am Knirschen ist. Da kommt dann der Angstschweiß. Kommt dann rausgeströmt. Gut, dann versuchen wir mal die Pilotin. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Aua. Aber die sieht noch tiefer aus sogar. Ich glaube, die Pilotin ist sogar noch tiefer, Leute. Let's try. Jack ist wach. Ist das dein Hamster? Oh. Oh. Muss mich mal bei einem Film kurz konzentrieren. Ist fast zu Ende. Mach das, Dasha. Was ist das für ein Film? Und hey, Gnu. Ah, endlich mal ein Stream, den ich nicht verpasse. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Hast du Wochenende? Was macht die Laune? Also, ich habe das Gefühl... Gold. Okay. Ich meine, hier irgendwo noch Gold gesehen zu haben. Da. Shit. Ah, Titan. Ich meine, Titan brauchen wir auch, aber... Den Shit kriegen wir überall. Also vor allem für die ganze Base und so brauchen wir viel Titan. Oxygen. Kupfer. Okay. Cooler Effekt, wie die aussteigt. Sieht sehr geschmeidig aus. Ah, hier. Silberinos. Habe ich hier eigentlich auch eine Art Lager drin? Energiezelle. Erweiterungsmodule ansehen. Haben wir natürlich noch keine. Ja. Gut, ich muss ein bisschen was loswerden, ne? Oxygen. Ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Lass mal ein bisschen was droppen. Oh, shit, 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 shit. No, 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 no. Muss echt besser aufpassen.
Dabei warnt die Tante mich sogar zweimal, ne? Der Leichtsinn ist real. So ein Hummer-Ding, ey. Weg hier. Ich finde die super creepy. Die hier kenne ich noch nicht. Die sind neu. Was ist denn das? Nee, das ist auch zu tief. Sehe ich doch. Metallschrott einsammeln. Besteht hauptsächlich aus Titan. Tatsächlich nur eins gefunden hier. Oh, hier! Wie bin ich denn hier hingekommen jetzt? Scheiße, ich brauche auch diesen Lasercutter. Habe ich das überhaupt als... Nee. Reparaturwerkzeug habe ich, aber keinen Lasercutter. Den brauche ich, um da reinzukommen. Anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. Ist das ein indischer Akzent? Creepy. Seek fluid intake. Nee, ey, wir brauchen... Das wird nix. Das wird nix. Wir brauchen wohl dieses verdammte Kabel, ne? Wir brauchen dieses Tiefenmodul, Leute. Sonst wird das nichts. 150 Meter, da komme ich nirgendwo an. Aber hier haben wir wieder diese komischen Alien-Strukturen. Aber streng genommen sind wir die Aliens, aber... Ihr wisst, was ich meine. Was ist das? So laut, die Dudes. Ah ja. Was gibt's hier Feines? Seebahn Aquarium Abteils. Warning, passing 100 meters. Eine Batterie? Oxygen efficiency decreased. Titanenkelch. Die Bezeichnung finde ich sehr cool. Was ist denn das? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Oh shit. Okay.
Also wir brauchen Lithium und Diamanten. Ansonsten kommen... Ansonsten kommen wir nicht wirklich weiter. Geothermal activity detected below. Beware of high pressure and temperatures. Das klingt wie ein indischer Akzent. Seebahn Dockabteil. Okay. Jo, weg hier. Ich habe jetzt Stratia-Eis. Gönn dir. Guten Hunger. Guten Hunger, Frau Melo. Yummy, yummy, yum. Das ist deine Lieblingssorte, ne? Meintest du? Jo, ist das Lithium? What? Ja, da muss hier ja noch mehr liegen, ne? Vor allem liegt das einfach frei rum. Gar nicht in so Steinen, in so Ablagerung. Bedeutet in der Regel keine Energie. Shit. Batterie? Hammer. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Lithium. Ah, shit. Quarz. Oh. Ich glaube. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency nice. Decreased. Also, Moment. Wir könnten... Nein, nein, nein. Wir könnten Plastal oder Plastalbarren machen. Ich frage mich gerade nur... Also eine. Oh, fuck me. Okay, wir brauchen nur eine. Aber wir brauchen auch noch einen Diamanten, ne? Jetzt bin ich fertig. Dascha, was hast du denn geguckt? Irgendwas Interessantes? Ja komm, wenn ich schon mal hier bin, sammle ich auch noch ein paar andere Lithium-Barren. Das ist Salz. Lithium. Forschung. Guck mal hier. In Calaverit ist Gold oder Titan drin. In Akantit Silber und Titan. Galenit ist Blei und Titan. Ich wünschte, der würde noch ein Bild zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die aussehen sollen. Ja, was ist mit Lithium? Bewertbares Meer. Ne, das sind Pflanzen.
Sagt er nicht. Schade. Haselnusseis ist auch supi. Stracia und Haselnuss, ja? Oh. Oh, haben wir schon? Die Musik ist top. Die Musik ist top. Geh weg. Oh, da ist auch Lithium. Hier ist überall Lithium. What the fuck, hier ist überall Lithium. Vier Barren. So, jetzt aber schnell. Come on. Inventar voll. Meinst du das ernst? Junge, weg. Nein, nicht Gold. Nicht Gold. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. So, Titan weg. Lithium rein. Okay, 6 Lithium. Reicht erstmal, würde ich sagen. Zumal wir hier gleich drauf gehen. Boah, hier ist überall Lithium, ne? What the frag? Eigentlich könnte ich ein bisschen Eisen loswerden. Ein bisschen Silber. Ach, Metallschrott kann auch weg. Wo war es jetzt? Hier. Die sind creepy. Hey! Also ohne mein Vehikel hier wäre ich aber echt aufgeschmissen, ne? Inventar ist voll. Oh ja, Haselnuss-Eis oder gleich Nutella-Eis. Müsste ja ähnlich schmecken, ne? Ja, komm. Oder erstmal. Schönen Samstag gewünscht. Die Aussprache ist übrigens Lithium. Hey Niki, du hast recht. Lithium-Ionen-Akku sagt man auch, ne? Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Ah! Ah!
noch mehr Lithium. Direkt übernommen. Direkt gelernt hier. Oh. Oh, mein Dinger schlägt schon Funken hier. Mein Apparat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Subnautica gelesen und musste reinschauen. So ist das, ne? So ist das. Hast du Below Zero? Oh Gott, hast du Below Zero? Junge, halt die Backen. Ich will mich gerade am Unterhalten, ja? Hast du Below Zero auch gespielt oder nur das, nur den ersten Teil quasi? Jo, hier ist überall Lithium, Leute. Jetzt musste ich mich konzentrieren, aber ist auch richtig auszusprechen. So, ich denke, jetzt reicht's. Ich denke, jetzt reicht's. Wir brauchen Diamanten. Ab nach Hause. Oh, das gute Lithium. Vor allem haben wir das Lithium ja absolut zufällig wieder entdeckt, ne? Wir haben keine Daten zu Lithium, gar nichts. Wo man es findet oder irgendwie sowas. Immer brav schimpfen mit den Monstern. Fuckt der mich ab? Dass die unter Wasser so viel Lärm machen können. Aber das verdient nochmal Respekt. Jetzt haben wir sehr viel Lithium. Jetzt muss ich das irgendwo lagern, ne? Natürlich. Ach, Moment mal. Moment mal. Ich kann doch quasi, auch wenn ich hier keinen Sauerstoff habe, das macht ja gar nichts. Ich kann mir doch quasi so einen Schrank bauen. Oder nicht? Hier. Schrank. Einmal Quarz, zweimal Titan. Ja, Leute, das wird sofort in die Tat umgesetzt. Erstmal hier rein. Bisher noch nicht, ich will es gerne mal spielen, falls ich Subnautica schaffe. Hab in der Lavazone das Problem, dass ich seekrank werde. Musste mich das eine Mal direkt übergeben, so schlimm war es. Davor hatte ich gar keine Probleme, jetzt pausiere ich deshalb. Yo. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin zwar nicht anfällig für Seekrankheit oder so, aber das Spiel ist sehr, man sagt so schön, immersiv, obwohl ich das Wort so hasse, weil das so voll Marketinggelaber ist. Aber das Spiel ist echt immersiv. Ja, in mir löst das zum Beispiel auch diese Angst aus, wie gesagt, wenn man unter Wasser nicht den Boden sehen kann. Das ist so eine Angst von mir. Die löst das Spiel auf jeden Fall aus. So. Vielleicht reagieren sie ja. Das kann sein, ja. Weiß jetzt nicht, worauf das bezogen ist.
Achso, auf die Monster meinst du? So, was wollten wir denn jetzt machen? Ich brauche Titan, ja. Ich brauche Titan. Und ich muss ein bisschen was loswerden hier. Upsi. So, da hätten wir Titan, beispielsweise. Hier kann ich was reintun. Von mir aus diese Viecher. Obwohl, mit denen wollte ich Batterien machen, ne? Tue ich mal das da rein, diese Pumpe. So. Einfach mal provisorisch was loswerden hier. Es wird gleich eh alles sortiert. Sobald ich die Schränke habe. Na? Hier passt auch noch was rein. So. Genau, Quarz brauchten wir, ne? Oxygen. Und das. Oh, 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 oh. Ja, jetzt müsste ich zwei Schränke bauen können. Das wird auch direkt gemacht. Weil diese komischen Truhen da unter Wasser, das ist... Ja. Emergency power only. Oxygen production offline. Uno. Wieso macht er das nicht? Wieso jetzt nicht synchron? Beziehungsweise symmetrisch. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Na, es geht. So. Erstmal alles vollballern. Oxygen. Ich sollte was essen, ne? Wobei so diesen... Diesen Special-Kram, den lasse ich mal, wo der ist. Habe ich denn überhaupt was zu futtern? Ja, hier. Vital signs stabilizing. Hey, listen! Ne, fertig, kannst du schwimmen? Die Angst mit dem Wasser und kein Boden unter den Füßen kenne ich auch von mir selbst. Übel das. Ich gehe allgemein eigentlich nie in Naturgewässer. Früher höchstens bis zum Knie. Also im Meer schwimmen ist kein Problem, Nefertis. Übrigens, cheers. Langer Tag mit Jack im Unterwasserspiel. Aber ja, im Meer zum Beispiel abtauchen mit einer Taucherbrille, wo ich wirklich klar sehen kann. Panik, sag ich nur. Das wäre Panik. Bist du jetzt leer? Ich mal hier.
hier rein. Ups. Du bist auch leer. Gucken wir hier rein. Seek fluid intake. Ja, okay. Machen wir. Diese Laternenfrucht. Ganz ehrlich. Ja, ich krieg die jetzt nicht weg. Oxygen. Ich sehe jetzt schon, die zwei Schränke, die reichen nicht. Ich glaube, das hat auch was mit Höhenangst zu tun. Nämlich auch sehr anfällig und man sieht ja auch nicht, was unten ist. Es kann sein, wobei... Bei Höhenangst, also wenn du den Boden nicht siehst, weißt du ja aber, okay, da kommt früher oder später der Boden. Also da ist nicht so dieses, was ist da, dieses Fremde. So, was könnte da unten sein? Du weißt entweder, okay, da ist die City oder da ist eine Straße oder so früher oder später, irgendwelche Autos, Menschen. Aber bei Unterwasser ist halt, also vor allem so im Meer, weißt du halt nicht, was unten ist. Also ich glaube, die Angst kommt daher. Höhenangst ist klar, habe ich auch. Also jetzt nicht so eine krasse, aber ne? Von so richtig krasser Höhe hat man, denke ich mal, hat jeder Angst irgendwie. Nur mehr aus 90%. Oxygen. Aber dieses Unbekannte halt, ne? Dieses Unbekannte macht mich. Das stresst mich. Yo, WB-Tinte. Ich hoffe, deinen Zwergileins geht's gut. Wir sind im Trockenen. Das kann eigentlich hier bleiben. Batterie und sowas. Ja. Gesundheit. Jo, ich sehe gerade, meine Gesundheit ist ja richtig im Keller. What is happening? Wieso das? So, weil diese Viecher mich angegriffen hatten, ne? Diese Bösen. Spazieren gehen im Regen, wollen sie nicht, aber im Regen auf der Weide spazieren. Okay. Interessant. Interessante Dynamik, die ihr da habt. Salzablagerung. Lithium, genau. Lithium ballern wir hier voll. Glas, Silber. Silber haben wir hier auch drin. Tun wir auch rein. Nehme ich mal Titan raus. So. So, und den Rest packen wir hier rein. Vorerst. So, das sind jetzt alles nur Rohmaterialien, bis auf diese beiden Sachen. Ja. Und ich weiß, was unten ist, ist einfach übel. Das meinte ich vorhin auch. Dass man nicht weiß, was da ist. Ja, absolut. Absolut. Das ist sehr, sehr creepy. So, Leute, meine Perle hier, die verdurstet gleich. Obwohl, warum nicht? Ist ja quasi Nahrung. Oh, ich finde keine mehr.
Sollte noch ein paar sammeln. Auf Reserve. Vital signs stabilizing. Yep. Was? Ich war 12 in Dubrovnik, sprang von 12 Meter Steinplatte runter, Papa war eh unten, aber kam von alleine wieder raus. Hui. Hui. 12 Meter ist schon respektabel. Also ich weiß nicht, wie ich, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal auf dem 10-Meter-Turm stand. Ja, da bin ich schnell wieder runter. Das hat lange gedauert, bis ich da runtergesprungen bin. So 2, 3 Anläufe. Ja, fuck off. Wobei, das sind eh die falschen Fische. Ich brauche diese Blasenfische, ne? Oxygen. Da draußen wütet wieder ein Sturm. Bist du so einer? Ja. Blinke, kleine Bastarde. Und den nehmen wir auch noch. Und den nehmen wir auch noch. So. Reicht. Louis hat den Rekord. 40 gleicht mit Gerhard Müller. Ach, Levi, du meinst Lewandowski. Ah, der hat den Gerhard Müller-Rekord, ja? Respekt. Das war ein hart zu knackender Rekord auf jeden Fall. Aber Lewandowski hat's verdient, ey. Der Dude ist eine absolute Tormaschine. Brauchen wir erstmal nicht. Ich trinke noch eine Runde. Rest packe ich hier rein. Der ist verfault. Der kann eigentlich auch weg. So. Die leeren Batterien können im Endeffekt auch weg. Sind wir ehrlich? Aber ich wollte ja noch welche herstellen, ne? Batterien. Kupfer. So, hier ist voll. Hier nehmen wir mit. Kann ich die Kiste eigentlich auch... Schau mal, ob ich die hier auch reintun kann. Emergency power only. Oxygen production offline. Nee, macht er nicht. Benutze stattdessen Vorratsbehälter. Okay. Achso, wir wollten Kupfer, ne? Kupfer. Ja, und ich muss Reparaturwerkzeug herstellen, ganz dringend. Um den hier zu reparieren, den guten.
Weil der ist schon ein bisschen lediert. 2-2 Freiburg Bayern. Uff, 2-2. Batteria. Sehr gut. Eine lasse ich mal da. So, Reparaturwerkzeug. Wie baue ich den Kram? Der Driss kann erstmal weg. Hier. Silikongummi, Schwefelkristall, Titan. Müsste ich jeweils haben. Müssen wir haben. Im Endeffekt haben wir auch den anderen Rest, aber Diamant halt nicht, ne? Wir müssen demnächst auf Diamantsuche. Das wird stressig. Ich habe keine Ahnung, wo es hier Diamanten gibt. Oder sonst was. Eine nur? Eine. Rap. Zack. So. Scanner lassen wir auf 2. Den auf 3. Konstruktion. Kann erstmal weg. 4. Sehr nice. Den Lasercutter brauchen wir auch unbedingt. Ich weiß gar nicht, wo der sein soll, ey. Noch so viele Sachen, die wir benötigen, ne? So, hier. Außenbeet. Was war das nochmal? Kontrollraum. Erweiterter Kabelsatz, Titan. Oxygen. Ja. Na. Das kann weg. Ja, das Interessante ist auch, ne, falsches Menü. Dass ich noch gar keine Sauerstoffversorgung habe, ne? Ich finde, die Reihenfolge ist irgendwie komisch. Ich scheine selbst so ein bisschen die Reihenfolge durcheinander geworfen zu haben. Also nicht gewollt. Zumal ich echt viel freigeschaltet habe. Die Base. Also 6 verschiedene Betten. Aber noch kein Sauerstoff. Keine Sauerstoffversorgung. Das ist interessant. Ne, weil der sagt hier, beispielsweise für Solarmodul, versorgt den Sauerstoffgenerator. Das heißt, okay Leute, ich brauche Motivation zu arbeiten. Ideen zwingt mich. Das Sofa sieht doch heute auch sehr bequem aus. Ja, an einem Samstag um 17.30 Uhr motiviere ich dich ganz sicher nicht zum Arbeiten, Blaumeise. Verzeih mir. Ja, ganz genau. Energietransmitter. Okay. Blutlicht. Scannerraum. Muss noch Abschlussprüfung korrigieren. Jo, mein Beileid. Mein absolutes Beileid. Shot, Bioreaktor. Ja. Das ist auf jeden Fall der nächste Raum hier. Aber ja, erstmal brauchen wir Elektrizität und Sauerstoff. Ich kann ja die Solarmodule schon mal bauen.
Wobei, ich weiß gar nicht, Solarmodul? Moment. Dafür ist der, glaube ich, noch zu weit unter Wasser, oder? Damit der Sonne abbekommt. Weiß gar nicht. Aber vielleicht so für die anfängliche Versorgung reicht's vielleicht. Wir schauen mal. Also, was brauchen wir? Quarz zweimal, Titan zweimal, Kupfererz. Na.